Hi, hier ist euer Winnie. Leute, Leute, wir sind heute persönlich zu Gast in der Thoraxklinik in Heidelberg und stellten hier in einer Pressekonferenz unser frisch gedrucktes Corona-Buch vor und sprechen auch noch über die Stiftung der Thoraxklinik ohne Kippe. Wir begrüßen auch ganz recht herzlich Ralf Kühnel vom Rhein-Neckar-Fernsehen mit seinem Team. Es ist soweit und hier sind wir wieder. Christian hat alles im Griff und hier ist er, euer Professor Dr. Felix Hert. Live aus der Thoraxuniversitätsklinik in Heidelberg. Was gibt es Neues? Ja, Vinny, vielen Dank. Als allererstes mal ein Dank, ein ganz ausgesprochener Dank der ganzen Thoraxklinik an dich. A, damit, dass du gestern zu Gast warst, um das Buch zu präsentieren, und B, auch für den sehr großzügigen Scheck für Ohne Kippe, für unsere Präventionsveranstaltung für Jugendliche, damit sie nie das Rauchen anfangen und vielleicht auch nie hoffentlich dann Patienten in der Thoraxklinik werden müssen. Also ganz herzlichen Dank, wirklich super, du hilfst uns da wirklich sehr. Gucken wir uns die Covid-Welt an. Ich denke, die Bilder, die kleinen Piktogramme von Christians Arbeit, die werden in Zukunft kleiner werden, weil wir werden sicher noch eine Zeit lang fortführen müssen, weil das Ende ist noch nicht so richtig nah. Wenn man sich das anguckt, das ist die Situation weltweit, das sind wir jetzt über 50 Millionen, 1,4 Millionen Tote. Europa und die Staaten weiterhin eigentlich rot. Also da tobt das Virus noch und so ein richtiges Ende kann man noch nicht absehen. Das sind die Länder oder die Kontinente, wenn man sich betrachtet, und man muss wirklich sagen, die Asiaten haben es im Griff, die haben aber auch letztendlich auch eine andere Struktur, da geht man viel rigoroser mit Corona-Leugnern um, die sind dann halt mal weg und kommen nicht mehr raus aus dem Gefängnis. Und Afrika, da tut sich wirklich nichts. Temperatur spielt da eine Rolle. So hundertprozentig verstehen wir es eigentlich nicht, warum die Afrikaner da kein Problem mit haben. Aber man muss nicht alles verstehen in der Medizin. Hauptsache, die haben kein Problem. Aber in Europa und auch in Amerika geht es weiter nach oben mit den Zahlen. Es spiegelt sich auch in den Inzidenzen, also in den Häufigkeiten in Europa weiter, weiterhin alles rot. Grönland schafft es jetzt wieder nur, schafft es jetzt erstmalig wieder unter 50 Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen zu kommen. Aber wer mal auf Grönland war, da gibt es ja nicht so viele, ja, und die sind ja auch per se schon isoliert, ja. Also, wenn jetzt jemand sagt, ich muss irgendwie entfleuchen vom Festland, dann ist Grönland das Einzige, wo man im Moment noch wohl hin kann. Wie sieht es jetzt aus im Vergleich im Länderverlauf? Die Fallinzidenzen hatte ich letzte Woche schon gezeigt. Deutschland hält sich da immer noch ganz stabil, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Belgien, das geht durch die Presse, explodiert. Österreich jetzt seit gestern, Herr Kurz, wieder im kompletten Lockdown. Wenn man das umrechnet, wenn man jetzt mal sagen würde, Österreich wäre so groß wie Deutschland und man würde die Zahlen umrechnen, dann hätten die Österreicher pro Tag 88.000 neue Fälle. Ja, sind ungefähr 4,5 Mal so viel, wie wir derzeit haben. Also Deutschland hält sich da noch einigermaßen. Das spiegelt sich auch da wieder. Es bleibt halt dieses Nord-Süd-Gefälle. Der Norden einfach weniger Fälle, auch die weniger dichter besiedelt. Berlin, irgendwie lernen es die da oben nicht. Klarer Hotspot, auch immer wieder Partymeile. Da gibt es halt sehr viele Querdenker, die da einfach eine andere Ansicht haben dazu und das auch dann in großer Menge kundtun. Wir haben jetzt knapp 750.000 Fälle, 12.000 Tote und auch die Tote sieht man, nehmen halt auch wieder zu, jetzt in der zweiten Welle. Wenn man es dann auf die Landkreise runterbricht, dann sieht man es, München also ganz Bayern ist eigentlich dunkelrot, über 100 Fälle. In Baden-Württemberg gibt es jetzt schon wieder so ein paar hellere Flecken. Ja. Wie gesagt, da oben der Norden dann doch mit mehr Flecken. Aber Winnie, schlechte Nachricht, Sylt immer noch zu. Weil das Sylt, du kannst doch immer nicht oder man würde dir nicht empfehlen, auf deine Lieblingsinsel zu gehen, weil da einfach immer noch die Fallzahl steigt, wie jetzt auch hier in der Region.
was man eben sieht, und das hat mit zu tun, dass wir eben auch mehr Patienten im Krankenhaus haben. Die ältere Population wird jetzt wieder erreicht von dem Virus. Also wenn man das sieht, klar werden auch die Jüngeren nehmen auch zu, aber wenn man jetzt guckt, 70-Jährige, 80-Jährige oder auch 90-Jährige, diese Balken werden halt größer, das ist die Risikopopulation. Und wenn da eben dann der Virus reinschlägt, dann gibt es da auch häufig fatale Fälle. Aber es ist uns leider nicht gelungen, die Pflegeheime Covid-frei zu halten. Das heißt, wir haben auch hier in der Region Pflegeheime, die 40, 50 erkrankte Bewohner haben. Und wenn die sich so verschlechtern, dass sie ins Krankenhaus müssen, dann haben die oft auch fatale Verläufe. Das sieht man da, das sind die Zahlen, wie viele Patienten in Deutschland derzeit stabil sind. Wir haben jetzt über 3.500 Covid-Patienten in den Krankenhäusern und davon eben auch viel auf Intensivstationen. Das sind die Belegung der Intensivstationen, und da sieht man eben, unten war letzte Woche, da waren es 2.700, jetzt sind es schon wieder 500 mehr. Und das sieht man auch bei den Beatmeten, das sind dann 4 Beatmete mehr. Also die Patienten werden einfach auch auf den Intensivstationen mehr. Und wenn man jetzt mal so ans andere Ende der Kurve guckt, dann sieht man, dass wir eigentlich in der zweiten Welle jetzt eine größere Welle haben wie in der ersten Welle, weil wir haben jetzt erstmal die Intensivzahlen vom April überschritten. Führt natürlich zu, dass wir eine Auslastung beobachten müssen. Und das sind die Auslastungen. Low Care, das muss man sagen, das sind Patienten, die eine Überwachung brauchen, aber keine invasive Beatmung. Da kommen wir so langsam an die Grenzen. Da fehlen noch 10%, dann ist da Deutschland voll. Aber im High Care, also im wirklichen Beatmungsbereich oder auch dann in dem ECMO-Bereich, das ist ja wirklich High-High-End. Intensivmedizin mit einer Sterberate von 50%, da hat es noch gut Luft, da haben wir also noch Kapazitäten. Also jetzt hoffen wir mal, dass Deutschland da nie an die Kapazitäten kommt. Man muss aber auch ganz klar kritisch anmerken, wir sehen schon, dass dann uns 80-, 90-jährige Pflegeheimbewohner zugewiesen werden, die eigentlich auch fortgeschritten dement sind und die Kinder dann noch eine maximale Behandlung dieser 90-Jährigen bestehen, was natürlich im Moment, wo Ressourcen noch da sind, machbar ist. Aber ich glaube, viele, die jetzt auch Eltern in Pflegeheimen haben, ich würd denen empfehlen, in der Familie mal zu überlegen, wie weit gehe ich noch, was will ich alles noch machen, weil Mama und Papa ist natürlich tragisch, aber man muss es einfach auch unter dem Aspekt sehen, dass das Leben irgendwo endlich ist. Und wenn man dann wirklich Patienten hat, die 90 plus sind und eigentlich im Pflegeheim keinen mehr erkannt haben, dann tun wir uns natürlich auch schwer, da eine maximale intensivmedizinische Behandlung zu machen, weil das Ressourcen verbraucht. Also da der Appell, bitte überlegen Sie, wie weit Sie mit Ihren Angehörigen gehen wollen, so schwierig die Frage ist. Der Punkt wird sein, wenn wir an die Kapazitätsgrenzen kommen, dann fangen die Mediziner an, dann dürfen die Mediziner an zu triagieren. Und dann ist ein 90-Jähriger nicht mehr, dann wird ein 90-Jähriger einfach nicht mehr auf die Intensivstation gebracht. Da kann man vorbauen, wenn man die Kapazitäten vielleicht nicht an den Limit bringt. Das sind die Zahlen, und was da ganz erfreulich ist, dass wir die Reproduktionszahl so jetzt seit 3 Wochen unter 1 halten können. Jetzt in dieser wieder angestiegen, aber nicht über 1. Das heißt, wir haben jetzt eine Ansteckung von weniger wie 1 pro Infizierten. Das sind immer ganz gute Zahlen. Da hat man ja auch in der ersten Welle schon immer drauf geschielt, wie zeigt sich die Reproduktionszahl. Daher werden wir natürlich, wenn wir immer noch 18.000 neue Erkrankungen im Schnitt pro Tag der Woche haben, werden wir da jetzt immer noch weiter zulegen, und es wird sich auch immer so noch eine Zeit lang in 20.000 erhalten, aber solange wir eine Reproduktionszahl um 1 haben, wären es halt keine 40.000. Das wäre es dann, wenn wir eine Reproduktionszahl von 2 hätten. Da sieht man diese Reproduktionszahl, und man sieht eben, wie wir da so Mitte Oktober da auch mal bei 1,5 waren.
mit den entsprechenden Modulierungen und den Schwankungen. Jetzt geht es dann erfreulicherweise gegen 1 runter. Da wird natürlich die Politik sagen, das war Lockdown, aber das war kein Lockdown. Der Lockdown kam zum 1.11., da ging es schon runter. Ja. Also ich glaube auch, der repetitive Appell an die Bevölkerung hilft und man muss gar nicht immer, jetzt haben wir ja nur einen Lockdown light, man muss nicht immer gleich wieder das und das beschließen. Ich glaube, man muss immer wieder an die Bevölkerung appellieren und es wäre eigentlich wünschenswert seitens der Mediziner, wenn man da mal eine einheitliche Meldung machen könnte und nicht so, Frau Merkel sagt das und dann machen die Länderchefs morgen dieses. Da wäre ein einheitliches Vorgehen sicher für alle angenehmer. Wie sieht die Region aus? Das hält sich relativ stabil. Wir sind alle noch dunkelrot, bis auf die Bergstraße. Die geht jetzt wieder unter 100, die ist nur noch rot. Aber das hält sich relativ stabil im Vergleich zu der Vorwoche. Hoffen wir mal, dass das jetzt dann langsam wieder abflacht. Und dann ist die Situation der Betten in der Rhein-Neckar-Region. Also wie sind die Betten ausgelastet? Unten die Intensiv, oben die stationären, die Patienten, die im Krankenhaus sind. Also mal rechnen, wir kalkulieren sehr gut. Herr Heek hat da hervorragende Modelle und ich glaube, ich bin da ganz optimistisch, dass die Region hier mit unseren Intensivbetten und auch mit den Krankenhausbetten sehr gut wirtschaften kann und damit die Patienten eigentlich, die wir in der Region erwarten, auch gut steuern und gut behandeln könnte. Was gibt es sonst noch bezüglich der Symptome? Tut jetzt im Moment gar nichts. Das hat sich etabliert. Das bleibt auch so. Es bleibt immer so. Wir müssen es halt differenzieren von der Grippe. Aber die Grippe gibt es dieses Jahr Gott sei Dank nicht, weil wir alle Masken tragen und damit nicht oder deutlich weniger Übertragungen haben. Und da nochmal, weil da kam letzte Woche, habe ich einige Fragen gekriegt mit diesen Tests nochmal, als was man mal klar macht. Also wir müssen Antigen-Tests unterscheiden, das sind die Tests, die sagen, habe ich jetzt akut Covid? Und Antikörper, das sind die Tests, habe ich Covid gehabt? Also jetzt muss man ganz klar fragen, was teste ich? Antigen ist der Nachweis, jawohl, ich habe es jetzt gerade, Antikörper, jawohl, ich hatte es. Und dann gibt es so beide Methoden, eben die Bluttests oder die PCR-Tests und es gibt die Schnelltests. Und die Schnelltests sind immer ein bisschen schlechter wie die Volltests. Dafür haben die Schnelltests den Vorteil, die sind in 15 Minuten, sind die Ergebnisse da, während die Antikörper oder auch die PCR teilweise auch mal 1 bis 2 Tage gehen kann, je nachdem, wie die Laborkapazitäten sind. Also Antigen nochmal, habe ich's, Antikörper hatte ich's. Gucken wir zu den Therapien und in den Therapien war ja diese Woche ziemlich viel Bewegung. Zum einen mal, das hatte ich schon mal gezeigt, das war Herr Trump. Der war der Ex-Präsident der USA, wenn er es da mal wirklich verstehen will, dass er es ist. Ja. Der hat ja auch angeblich Covid gehabt und hat dann so einen Cocktail gekriegt und dann hat dieser Cocktail ihn geheilt. Da sind jetzt die Daten für diesen Cocktail vorgestellt worden. Das waren 452 Covid-Patienten, leichte Erkrankungen, alle, so wie wie der Präsident oder der Ex-Präsident da drüben und die haben dann diesen Cocktail gekriegt in verschiedenen Dosen. Und was sie nachweisen konnten, dass die mittlere Dosis die Viruslast einfach signifikant runtergebracht hat. Ja. Und damit die Patienten weniger häufiger stationär sein mussten. Also diese Substanz jetzt auch nicht nur beim Ex-Präsidenten, sondern auch in der Untersuchung hilft. Und die Firma strebt jetzt die Zulassung an, um eben bei frühen Verläufen da mit diesem Antikörper, der letztendlich das Virus dann rausfischt, weil er die Andockstellen erkennt, die Verläufe weniger schwer werden zu lassen. Oder dann, das sind die aktuellen Zahlen, gehen wir Richtung der Impfung. Man sieht, das bleiben immer wieder Substanzen auch auf der Strecke. Aber wir haben jetzt 11 in der Phase 3 und durch die Presse ging am 10.11., dass BioNTech slash Pfizer die Zulassung eine Schnellzulassung einreichen will für ihren mRNA-Impfstoff, weil die Daten doch sehr gut sind und das sind die Daten. Die haben also fast 50.000 Menschen eingeschlossen und konnten zeigen, dass sie in über 90%
dieser Menschen dann einen effektiven Impf herstellen konnten, hatten keinerlei Neben, oder keine, also wie halt so eine Grippeimpfung, das kann mal ein bisschen wehtun, keinerlei Nebenwirkungen, sodass die jetzt sowohl bei der FDA eine Schnellzulassung beantragen, wenn sie gegen Ende November dann noch mal mehr Daten haben, und dann werden die Daten evaluiert. Und dann kann man, wenn es wirklich gut geht, vielleicht rechnen, dass wir im ersten Quartal wirklich Impfdosen zur Verfügung hätten. Wenn man jetzt anguckt, auch in der gleichen Woche die Publikation der CureVac-Daten, das war die Phase 1, die jetzt da sind, ja auch schon in der Phase 2, die rekrutieren. Das heißt, die sind jetzt auch schon in den Zehntausenden, aber die haben die ersten Daten publiziert. Und was da ganz interessant war, das fand ich ermutigend, die haben jetzt nicht nur Menschen geimpft, die bisher, die keinen Covid hatten, sondern die hatten auch 16, die schon eine überstandene Covid-Infektion hatten. Weil die Frage, mache ich was falsch, wenn ich jemanden impfe, der schon Covid hatte und ich es gar nicht wusste, dass er es hatte? Also da wurden 16 geimpft, die eine überstandene Covid-Infektion hatten. Und erfreulicherweise, alle haben eine Impfreaktion gekriegt, also alle haben Antikörper ausgebildet. Und es gab 0,05 Nebenwirkungen, auch bei denen, die schon Covid hatten. Und das fand ich wirklich von der Truppe eine gute Aktion, weil jetzt, man weiß ja, bei manchen Menschen weiß man es gar nicht, dass sie es wirklich hatten. Und dann haben die keine richtigen Antikörper ausgebildet und dann wären sie geimpft. Dann hätte ja auch was passieren können, wenn man boostert. Aber erfreulicherweise, da passiert nichts. Also auch für diejenigen, die das schon hatten und nichts wissen davon, kann man solche sagen, die Impfung ist sicher. Wir hatten ja mit Herrn van Bohlen auch schon geredet hier. Die sind einen Monat oder vielleicht auch 2 Monate hinter BioNTech in der Entwicklung. Das waren sie von vorne weg. Das hat auch nie jemand bestritten. Aber wenn man nur die Impfdosen, die wir brauchen, hochrechnet, dann wird es keinen ersten und keinen letzten geben, weil wir brauchen alles wirklich, was wir da so produzieren können, um die Patienten oder die Probanden dann auch durchimpfen zu können. Und das bringt mich so zum Schluss zu einem Thema, wo sicher noch sehr viel diskutiert wird. Es gibt jetzt das erste Positionspapier von der Impfkommission im Deutschen Ethikrat und da Leopoldina. Wer soll denn jetzt in der ersten Runde geimpft werden? Sollen es die Alten sein? Sollen es die Ärzte sein, die Krankenschwestern ein? Also wir müssen jetzt neben den ganzen wissenschaftlichen Begleitungen dieser Impfprogramme uns überlegen, wie werden wir impfen? Und zwar die, die geimpft werden wollen. Man weiß, es wollen wahrscheinlich eh nur 60%. Aber 70. ja, das 70%, also das ist dann immer noch, das sagen viele, das wissen wir, das sagen immer viele, ich will. Und wenn man dann mit der Spritze vor ihnen steht, dann zucken doch immer wieder noch ein paar zurück. Ja. Aber man muss wirklich einen Impfplan jetzt erstellen. Wie würden wir impfen? Dafür werden auch Impfstrukturen aufzubauen sein. Das kann nicht die hausärztliche Praxis leisten. Das wird sicher Impfzentren dann geben, so ähnlich wie es jetzt auch Abstrichzentren gibt. Und da muss man sich Gedanken machen. Da werden sicher noch viele Leute mitreden, so wie jetzt auch viele Leute Frau Merkel beraten. Und ich hoffe, dass man da mit einem einigermaßen akzeptablen und umsetzbaren Idee kommt, dass wir wirklich das sukzessive durchimpfen können, dass dann wirklich der nächste Winter Covid-frei sein wird. Lieber Felix, ich bin ja relativ nah dran an CureVac Ja. und die haben ja noch einen Riesenvorteil, dass man den Impfstoff mindestens 3 Monate lang im normalen Kühlschrank aufbewahren kann und über 24 Stunden sogar bei Zimmertemperatur. Das ist Also ein wesentlicher Vorteil gegenüber BioNTech. ja, also da gibt es sicher, aber die Frage wird einfach sein, es gibt einfach nur eine begrenzte Produktionskapazität. Ja? Also auch wenn jetzt wir sagen, jawohl, wir wollen den Impfstoff und wollen bitte morgen alle 80 Millionen Deutschen durchimpfen. Bis wir 80 Millionen Fläschchen haben, geht es einfach eine Zeit lang. Ja? Und daher glaube ich, je mehr Impffirmen wir dann haben, und da muss man ganz klar sagen, da ist Made in Germany wieder echt vorne dabei.
müssen wir halt die Produktionsketten, die ja sowohl BioNTech wie auch CureVac schon anlaufen lässt, ja. Die Fläschchen werden ja schon hergestellt. Ich muss ja erstmal das Fläschchen herstellen, dass ich was reinfüllen kann, ja. Das läuft ja alles schon. Trotzdem muss es dann produziert werden. Aber der Vorteil von diesem Typ Impfstoff ist, dass ich es einfach schnell produzieren kann. So, jetzt noch so ein bisschen eine Nachricht, weil da war ja immer unklar, was passiert. Die Amis, die sind wieder hingegangen und haben einfach Handynutzerdaten von 60.000 Stadtteilen analysiert und geschaut, okay, wer steckt sich wo an? Und was konnten sie nachweisen? Sobald als in Amerika dann der Lockdown kam, hat diese verminderte Mobilität wirklich zum Rückgang der Infektion geführt. Also ganz klar, Social Distancing führt zum Rückgang der Infektionen. Die können dann wieder rechnen, was wäre passiert, wenn man das nicht getan hätte, dann wären, weiß Gott, wie viel mehr, dann wären 3,3 mal mehr SARS-CoV-2-Fälle in den USA aufgetreten. Wenn es gar keine Einschränkungen gegeben haben, dann wäre es versechsfacht gewesen. Also dann geht es ja in hohe Millionenzahlen. Ne? Was die auch nachgewiesen haben, das war so, dass die Infektionen an wenigen Stellen sich konzentriert haben. Also da gibt es wirklich sogenannte Point of Interest, wo ich mich anstecke, im Vergleich zu Gegenden, wo ich mich nicht so richtig anstecke. Und was sie auch rausgekriegt haben, die Erkrankung in den Staaten wesentlich häufiger in schlechteren sozialen Schichten, weil ärmere Menschen, die haben selten einen Job, dass sie im Homeoffice arbeiten können. Die kaufen heute häufiger in Ketten ein, also wo ich dann vielleicht auch mehr Leute im Geschäft habe. Ja. Also ganz klar, da war ein soziales Gefälle drin und das war ganz klar auch durch eine engere Lebensbedingungen von den ärmeren Menschen begründet. Und nun jetzt die Liste, wo stecke ich mich an? Und ganz klar, ganz weit vorne Restaurants. Ja, also ich habe ja immer meine Zweifel gehabt, war mal dauernd hier die Gaststätten zu, aber die Amis haben es jetzt nachgewiesen. Häufigste Infektionsort sind Restaurants, Cafés und Fitnesscenters und dann Hotels. Ja. Also die liegen wirklich vorne. Daher hat man jetzt für diese Maßnahmen, die man da so immer propagiert, die man ja manchmal auch anzweifelt, weil man muss auch ganz klar sagen, Hotelier hat viel getan, die Gastronomie hat viel getan, um das sicherer zu machen, waren es in der ersten Welle doch genau diese Stellen, die zur Infektion geführt haben. Daher muss ich ganz ehrlich sagen, hat man jetzt da so ein bisschen Hintergrund. Man muss natürlich einschränkend sagen, das war alles noch zu Zeiten, wo die Hotellerie und auch die Gastronomie noch nicht diese Hygienemaßnahmen umgesetzt haben. Aber in der ersten Welle war das sicher vernünftig, die zuzumachen. Ob es jetzt in der zweiten Welle auch so ist, das mag dahingestellt zu sein, aber da sind die Daten. Daher, wie geht's weiter? Du fragst ja immer, wie soll ich mal in meine Glaskugel reingucken? Also wir hatten jetzt die erste Welle, jetzt sind wir in der zweiten Welle, die ist höher, aber hoffentlich nicht mehr ganz so tödlich wie die erste Welle, dann werden wir irgendwann im Frühjahr die Impfung kriegen, dann kommt der Sommer und dann werden wir sicher nochmal so einen kleinen Peak im nächsten Herbst kriegen, weil sich, wenn wir bis dorthin nicht alle durchimpfen können oder sich vielleicht nicht alle impfen lassen, aber dann hoffentlich ist dir das Bug vorbei. Also nächstes Jahr wird noch Covid-bedingt irgendwelche Einschränkungen kommen, aber ich glaube, man hat jetzt relativ viel, relativ schnell getan, dass man das Ding dann doch irgendwann mal wieder ad acta legen und damit war es das für den heutigen Sonntag. Vielen Dank, mein Freund. Wir kommen jetzt schnell zu unserem Gast. Er war jahrelang Radio Regenbogen und ZDF-Moderator. Er moderierte die erste Show des neuen Jahrtausends im ZDF vor 500.000 Menschen live aus Berlin. Jetzt schon seit Jahren bei der TSG Hoffenheim zuständig für Charity, Soziales sowie der Stadionshow. Dann hat er auch noch den ersten Award in der Thoraxklinik moderiert, ohne Kippe. Hier ist Mike Diehl. Hallo Felix. Hallo Mike. 20 Jahre ohne Kippe. Es ist Wahnsinn, wie schnell so eine Zeit vergehen kann. Du bist zwar erst seit 2015 hier, aber auch, glaube ich, die letzten 5 Jahre sind wie im Flug vergangen, oder? Ja, gut, also ich bin jetzt seit 2015 Erzieher Direktor, da bin ich seit 2004, Ah ja, dann hast du das. in dieser Position. Ja, ich habe die Ohne-Kippe-Veranstaltung, die erste Ohne-Kippe-Veranstaltung mitgemacht, damals mit Professor Drings und die Zeit geht schnell. Man sieht es ja auch, die Haare, die wir beide haben, die werden weniger. Ja.
Winnie nimmt seinen Schnaps abends, der hilft wohl auch gegen die Haare, nicht nur gegen Covid. Ja. Die Zeit geht schnell, die Veranstaltung hat sich gut entwickelt, wurde natürlich auch angepasst. Wir hatten viele Berater, auch Pädagogen, die damit haben, aber läuft jetzt, glaube ich, relativ stabil seit 15 Jahren. Nach einer fünfjährigen Anlaufphase haben wir jetzt doch so, dass wir seit 2005 ungefähr 95% der Schulen in der Metropolregion bei uns zu Gast haben, pro Jahr. Ja, das ist immer eine tolle Quote. Ja. Felix, 20 Jahre, das war ja dann dieses Jahr, hätte man ja eigentlich eine richtige Sause machen können, oder? Hätten wir das feiern können. Ja, war ja geplant. Winnie wollte uns das Sinsheimer Stadion für die ganzen Fans zur Verfügung stellen. Ja. Das hätte nicht ausgereicht. Dann, ja, hätte wahrscheinlich nur für ausgewählte Gäste. Ja. Und dann kam leider Covid. Damit war das natürlich auch für ohne Kippe an sich. Wir stellen ja jetzt um, auch ohne Kippe gibt es im Moment virtuell. Machen wir weiter, aber als virtuelle Veranstaltung im gleichen Format. Und wir hoffen mal, dass wir es dann nächstes Jahr nachholen können. Ja, du als Corona-Experte hast ein gutes Gefühl, dass wir das nächsten Sommer hinkriegen? Also ich glaube mal, wir müssen so bis April durchhalten, dann wird es wieder wärmer, dann wird Covid eh wieder ein bisschen runtergehen und ich hoffe mal, dass im Frühjahr dann auch die Impfungen losgehen, initial in Risikogruppen sicher oder in ausgewählten Populationen und damit hoffe ich, dass das dann mal auch weg ist oder beziehungsweise weg wird so schnell nicht sein, aber einfach nicht mehr und so beeinträchtigt im täglichen Tun wie jetzt. So eine Infoveranstaltung, ich habe leider noch keiner teilnehmen können oder dürfen, vielleicht werde ich das irgendwann mal machen. Wie kann man sich das vorstellen? Also, wir hatten am Anfang relativ viel Diskussionen auch mit den Pädagogen und haben uns dann entschieden, die Jugendlichen, die kriegen ja im Internet alles und in jeder Hardcore-Version. Und daher konfrontieren wir die auch ganz konkret mit den Folgen des Rauchens. Die werden erstmal aufgeklärt, was passiert im Körper, welche Gefahren geht man ein. Und dann schauen die live, dann übertragen wir live aus dem Operationssaal. Die sehen Lungenkrebs, ja, die sehen, wie das aussieht, das Ding, ja, was schon relativ beeindruckend ist. Dann kommen dann, und da hat man noch nie Probleme, einen Patienten zu finden, kommen immer Patienten, die wir zurzeit behandeln, also Todkranke, zu den Jugendlichen und stellt sich den Fragen. Und die Jugendlichen sind dann doch immer beeindruckt, wenn es auch darum geht, warum haben sie mal vor vielen Jahren angefangen? Ja, weil halt alle meinten, mach halt mit. Ja, also die Gründe sind immer noch gleich. Ja. Und wir haben die Veranstaltung mehrfach evaluiert mit Regionen, wo keine derartigen Veranstaltungen stattfinden. Und wir konnten jetzt ein paar Mal nachweisen, dass die Region hier im Vergleich zu anderen Regionen die Jugendlichen weniger häufig rauchen. Und wir führen das natürlich unter anderem auch auf diese Veranstaltung zurück. Wie viele habt ihr schon bekehren können, so ungefähr in den letzten 20 Jahren? Na, wie viel bekehren, das wissen wir ja nicht. Aber wir wissen, wie viel wir durchgeschleust haben. 300.000 Jugendliche waren da. Das ist schon eine ganz stattliche Zahl. Ja. Jetzt natürlich medizinischer Geschäftsführer der Thoraxklinik, der besten in Europa. natürlich jetzt gerade Corona-mäßig und Rauchen, da kriegst du ja wirklich Krämpfe, wenn du das hörst, wenn jemand, der Corona hat oder hatte, dann auch noch raucht, oder? Na gut, also wir wissen einfach, die Raucher, die bilden im Mund, Nasen, Rachenraum und in den Atemwegen mehr von diesen ACE2-Rezeptoren aus. Das ist eine Reaktion vom Körper auf das Rauchen. Und genau an diese Rezeptoren dockt der Covid an. Daher wissen wir einfach, ein Raucher, wenn er jetzt mit Covid konfrontiert wird, bietet dem Erreger sehr viel mehr Eintrittsstellen in den Körper. Daran muss man natürlich jedem Raucher sagen, Freunde, da können noch so viel überlegen und machen und tun. Wenn ihr natürlich die Anflugschneise für den Covid bereitet, dann kann es auch kleppern. Ja. Okay. Dann weiterhin noch gutes Gelingen, lieber Felix. Wie gesagt, ja. BioNTech ist jetzt fast draußen mit dem Impfstoff CureVac. Das Unternehmen von Dietmar Hopp wird folgen. Also wir sehen mal langsam wieder Licht am Tunnel und glaube, das ist ein bisschen positiv. Ne? Ja, also kann man sich ja sagen, Mike. Und leider hat ja Herr Kurz gestern Österreich lahmgelegt. Ja. Brutal, ja.
Ich hoffe mal, dass die Skigebiete, dass wir wieder am 6. Dezember wieder aufmachen. Hoffentlich halten die sich dran, dass wir Skifahren gehen können. Ja, ich werde dir, wenn sie öffnen, werde ich dir persönlich deine Ski wachsen. Alles klar. Aber Picobello bitte. Ja. Aber mach ich. Alles klar. Mike, danke. Tschüss, Mike. Ciao. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, lieber Mike. Jetzt kommen wir noch zu unserem Corona-Buch. Die Idee dazu hatte Felix. Winnie, aus dem Podcast machen wir ein Buch. Hoho. Dann hatte ich plötzlich eine neue riesige Aufgabe. Ein Team zusammenzustellen. Wir brauchten eine Fotografin, womöglich aus Heidelberg, Journalistinnen, die bekannt sind, einen Verlag und eine gute Druckerei. Ich selbst bin ja gelernter Schriftsetzer und Buchdruckermeister und habe bei der Gestaltung persönlich Hand angelegt. Dann aber das Wichtigste, die richtigen, besonderen Menschen zu finden, die Werte vermitteln. Da hat natürlich Felix mit seinen immensen Kenntnissen die Uniklinik Heidelberg die Menschen vermittelt. Werte machen ja einen Menschen wertvoll. Wertschöpfung durch Wertschätzung. So hat mir Dietmar Hopp, der auch in unserem Buch vertreten ist, mir schon vor Jahren mitgegeben. Angst, egal wo und wie, lähmt. Deshalb niemals Angst erzeugen. Wir haben die richtigen, besonderen Menschen gefunden, die in dem Corona-Buch vertreten sind, keine Angst vor dem unbekannten Feind hatten und die für ihre Werte einstehen. Das ist das größte Geschenk für Felix und für mich. Jetzt staunen Sie, was ich alles gesagt habe. Ja. Ja, Winnie, das war alles tief beeindruckend. Das war nur am Anfang, das war ein Werk von dir mit ein bisschen Arbeit von mir. Ja, also Herr Rotärmel hat immer so die Tendenz, sein ganzes Strippenziehen und sein ganzes Arbeiten nicht so richtig nach vorne darstellen zu wollen. Winnie, man muss ganz klar sagen, und daher mein persönlicher Dank auch an dich. Du unterstützt uns mit diesem Podcast. Der arme Chris, der muss immer seine Sonntagmorgen opfern. Der wird lieber ausschlafen, könnte ich mir vorstellen. Und das Ganze wird von dir bewegt. Und auch das Buch, die Leute zusammenzubringen. Du bist schon ein Strippenzieher. Und du deine Strippen, ich bin froh, dass ich an einer deiner Strippen hänge. Ja. Alles klar. Jetzt reicht's. Ja. Schönen Sonntag noch. Bleibt bitte alle gesund. Und Grüße von Felix, von Christian und von mir. Alles klar. Tschüss.